Hier steht er, der Pro Ace City Verso. Der Pro Ace City Verso von Toyota. Ja, ein brandneues Kind mit dem Markennamen Toyota. Es ist ein ganz besonderes Auto, denn es ist ein Fahrzeug, was der Markt wirklich sucht. Quasi ein Minivan, der auch wirklich Mini ist, aber einen riesen Platz bietet für insgesamt bis zu, ich glaube, 7 Leute, je nach Ausführung. Als 5- oder 7-Sitzer erhältlich in 2 Karosserievarianten mit 4,40 Meter oder 4,75 Meter Außenlänge. Ja, was direkt auffällt, erstmal vielleicht dich mal kurz vorstellen. Du bist Peter Dämmerle, grüß dich. Hallo Sven, grüß dich. Ja, ihr habt lange drauf gewartet, die neue Modellpalette, ein Kooperationsmodell, wirklich der absoluten Sonderklasse, denn es sind so viele Extras eingebaut. Es ist sehr alltagstauglich. Es hat 2 Türen, nämlich Schiebetüren an der Seite. Wer jemals einkaufen war, ich fahre selber einen T6 von VW, Schiebetüren sind gigantisch, wenn man nämlich eng steht und will einfach mal öffnen. Sie haben nämlich keinen Hub. Sie haben keinen Hub, genau. Und es ist halt eben in engen Parklücken vorteilhaft zum Ein- und Aussteigen. Es gibt keine Beschädigung an anderen Kinder Autos. Machen nichts kaputt, richtig, wenn sie die Tür öffnen. Genau. Das ist meistens so. Ja, wir haben auch hier jetzt mal gezeigt, hier ist sogar eine Hundebox mit drin. Da gehen wir drauf ein. Denn für Hundebesitzer ist das Auto sehr attraktiv. Ich kann nämlich mit einigen Extras sogar den Hunden Luft verschaffen im Sommer. Besonders stark ist, ich weiß gar nicht, ist das optional, die 2. Tür auf der linken Seite? Also bei dem Modell ist die 2. Tür schon automatisch mit dabei. Es gibt noch eine Variante für den Handwerker, der Pro Ace City hat eben ohne Verso. Und da gibt es eine Basisversion mit nur einer Schiebetür, aber die hier haben alle 2. Ja, er ist nicht ganz billig, muss man sagen. Er ist aber qualitativ wirklich ganz hochwertig, denn es hat nichts zu tun mit der typischen Klasse, die man so kennt. Wenn man hier einsteigt, die Türen zumacht, absolute Ruhe. Billig ist immer schlecht, preiswert ist gut und ich denke, er ist sein Preis wert, weil er halt eben gut verarbeitet ist und halt eben auch eine ordentliche Ausstattung hat. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich sag mal, wenn man das jetzt so sieht, wenn Sie also auf der Suche sind nach einem Multifunktionsauto, bei dem Sie aber tagtäglich nicht das Gefühl haben, dass Sie jetzt ein Maler-Handwerker-Auto fahren, ja, von der Innenausstattung her, dann ist das genau das richtige Auto. Absolut. Das Auto ist wirklich prädestiniert für Familien, unheimlich viel Platz. Man hat eine bequeme Einladung hinten in den Kofferraum. Es ist eine niedrige Ladekante, also auch für freizeitorientierte Menschen, die für ihr Hobby Platz brauchen, sei es ein Fahrrad im Auto mitzutransportieren oder sonstiges. Das ist halt eben hier problemlos möglich. Und das Ganze wirklich mit kompakten Außenabmessungen, wenn man sieht, die Kurzversion mit 4,40 Meter Außenlänge, die passt, 4,40 Meter. Halt, ja, die passt halt eben in jede Parklücke noch rein. Ja, ist innen auch unglaublich groß. Wir werden gleich mal sehen, er hat eine stattliche Anzahl von Ablagefächern. Wie viele? Ja, es sind 27 Ablagen, teils mit Abdeckung, teils ohne. Also es ist für den ganzen Kleinkram, den man so im Auto mit sich führen muss, ist ordentlich Platz da. Ja, auch für Kinder, die jetzt, ich sag mal, was mit sich führen. Wir fangen vielleicht mal direkt mal an. Wenn du mal kurz zumachst, dann zeigen wir mal was Besonderes. Man kann nämlich die Scheibe hinten extra öffnen, was für Hundebesitzer oder wenn man mal einen kurzen Einkauf hat. Ist nämlich eine 2. Entriegelung drin. Ich zeige das mal gerade hier unten, dass man das mal sieht. Da sind 2 Entriegelungen drin. Auf der rechten Seite ist die Scheibe und in der Mitte ist dann die Tür. Die ist, glaube ich, sogar verriegelt, wenn oben offen ist. Kann man nicht öffnen. Und hier kann ich jetzt direkt rein. Da kann man direkt rein und wie gesagt, ich sag mal jetzt für den Hundebesitzer, der vielleicht einen Hund jetzt in der Box drin hat, gerade bei hochsommerlichen Temperaturen, man kann halt eben die Heckscheibe dann mal offen lassen, dass der Hund immer noch Luft kriegt und dass es halt eben nicht zu großer Stauhitze im Kofferraum kommt. Ja, hier sind auch direkt die Vorrüstungen, wenn das dann ein 7-Sitzer wird. Dann habe ich sogar einen Zigarettenanzünderstecker hinten drin, dass ich also meine Switch für die Kinder dann auch betreiben kann. Ich habe hier oben direkt ein Ablagefach, das kann bis zu 10 Kilogramm belastet werden. Richtig, das kann man hier öffnen, da lassen sich also Kleinteile drin unterbringen. Wir haben jetzt hier die Verbandstofftasche drin mit dem Warndreieck und das Reifenreparaturset geht problemlos rein. Wie gesagt, bis 10 Kilo ist es belastbar und das Schicke ist halt eben, man kann es auch vom Fahrgastraum von innen öffnen, da sind zwei Klappen. Das heißt, für das Bärchen. Ich muss nicht unbedingt das Kissen für die Kinder, genau. Für die Kekse und so weiter. Einfach nach oben, verriegelt, fertig. Ja, absolute Automotive-Qualität. Mach nochmal bitte auf. Dann holen wir die Hundebox mal raus, dass wir mal sehen, wie viel Platz wir jetzt haben in dem Fahrzeug. Wenn es nämlich geöffnet ist, kann man nämlich diese Hutablage drauf machen. Es ist ein Gepäcktrennraumnetz, ist dabei. Dieses, ich sag mal, die Hundebox, die kann komplett verzurrt werden.
Genau, die ist jetzt, die haben wir ganz neu bekommen, die haben wir extra bestellt für das Auto. Einfach mal, um auch zu zeigen, was so für Hundebesitzer möglich ist. Normalerweise wird die mit den Spanngurten hier im Fahrgastraum fixiert, dass er halt eben auch beim Crash gesichert ist und nicht nach vorne irgendwie durchschlagen kann. Wenn du mal so nett bist, die mal rausholst, ja. Die wiegt wahrscheinlich einiges. Das geht eigentlich. Geht? Ja, ist eigentlich noch relativ handlich. Gut, du bist ja Sportler. So, wir zeigen mal ganz kurz die CO2-Effizienz. Du hast sie in der Hand, wenn du mir die mal kurz zeigst. Der hat CO2-Effizienzklasse A und das ist weder ein Mild-Hybrid noch ein Elektroauto. Der hat einfach sehr gute Abgaswerte. Ich guck mal gerade, was er hat. Er hat, wie viel Gramm hat er? 122 Gramm. 122 Gramm. Das Ganze ist ein 1,2 Liter Turbo mit 110 PS jetzt in der Verbindung mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe. Für denjenigen, der eine Automatik haben will, es gibt auch einen 1,2 Liter Turbomotor mit 130 PS kombiniert mit einer 8-Stufen-Automatik. Also, wie du mir jetzt mal gerade in die Kamera hältst, dann filmen wir es gerade ab für die Leute, die sich genau informieren möchten. Also hat 5,3 Liter, das sind echte Werte, die kann ich erreichen. Die kannst du erreichen. Ja. So, und da unten ist die CO2-Effizienz. Ja, denn dabei ist, du wolltest mal was zeigen, da ist eine Kofferraumabdeckung, die kann sogar belastet werden, ganz offiziell. Peter? Noch was, ich habe, das ist auch ein Zubehörteil, das erhältlich ist. Das ist so eine Rampe, ja. Wo man halt eben auch hinten anstellen kann mit zwei Handgriffen, auch um irgendwie in ein Fahrrad reinzuschieben oder am Hund den Einstieg zu ermöglichen, wenn er nicht reinspringen soll oder rausspringen soll, wenn er vielleicht schon älter ist. Ja. Die Rampe ist belastbar bis 85 Kilogramm, das heißt, da kann auch mal ein schweres E-Bike oder sowas locker hochrollen. Oder du könntest auch noch drauf. War ein Scherz. Ja, das ist die belastbare Hutablage. Die hat sogar eine Zertifizierung bis zu einem Gewicht von 25 Kilo. Ja. Also 25 Kilo kann sie belastet werden. Sie hat sogar kleine Rillen, aber aufpassen, dass das Gepäcktrennnetz auch montiert ist, wenn da was drauf liegen sollte. Denn Sicherheit geht vor. Das Gepäcktrennnetz liegt dabei. Richtig. Das ist nämlich hier vorne. Der Ausschnitt drin hat eben für diese Ausbuchtung in der Heckverkleidung, so muss er rein. Und wie gesagt, der Teil hier ist halt eben belastbar bis 25 Kilo. Kannst du zur Not mal als Wickelkommode gebrauchen oder wie auch immer. Ja, für so einen dicken Bomber, der dann maximal 25 Kilo wiegt. So ist es. Und das Gepäcktrennnetz ist nicht irgendeins, sondern das ist wirklich ein massives Netz, was eingehakt werden kann und in kürzester Zeit dann auch wirklich sicher irgendwelche Fluggeschosse von hinten aufhält. Es gibt in der Dachkonstruktion gibt's die Aufnahmepunkte, wo es halt eben sicher befestigt werden kann. Die siehst du hier vorne. Ja. Ne? Es kann einmal ganz vorne befestigt werden, also falls ich komplett den Raum nutze. Es kann aber auch weiter hinten befestigt werden, das ist dann vorne. Und das Ganze wird dann nach unten verspannt und hält halt eben auch Gegenstände, die im Kofferraum transportiert werden, davon ab, nach vorne zu fliegen. Das ist also auch zur Ladungssicherung für die Insassen. Ja, glaube ich, ganz sinnvoll. Ja, das Schöne ist, wir haben drei Sitze und es ist nicht nur ein Drittel, zwei Drittel umklappbar, sondern jeder einzelne Sitz. Wir haben sogar die Möglichkeit, einen fast ebenen Ladeboden zu erzeugen, indem wir zum Beispiel mal den mittleren Sitz, wenn du mal so lieb bist, mal den mittleren umklappst, dass man das mal sieht. Ich möchte noch was anmerken. Es gibt halt eben auch die Möglichkeiten, das ist tatsächlich eine absolute Seltenheit. Familien mit mehreren Kindern können davon bestimmt berichten. Hier kriegst du drei Kindersitze nebeneinander hin. Das ist ein Wir haben dreimal Isofix. Ja. Ich zeig das mal gerade. Das mal zeigen. Er hat tatsächlich dreimal Isofix. Ich glaub's nicht. So, und wie gesagt, von der Breite her ist es halt eben so, dass das Ganze halt eben passt. So, hier vorne hat man dreimal Isofix. Die Sitze sind auch tatsächlich gleichberechtigt. Das bedeutet, es sind dreimal die gleichen Sitze. Ich krieg keinen Streit. Genau. Du hast bei vielen Autos den mittleren Sitz. Das ist ja nur so ein Behelfssitz, aber hier ist ein richtiger Sitz. Du siehst, du kannst den ganz flach zusammenlegen und kriegst halt eben dadurch eine fast topfebene Lademöglichkeit hinten. Okay, wenn du es mal an dem Sitz einmal zeigst, sobald du den nach unten klappst, ja, neigt sich der Sitz nach unten, das heißt, er wird flacher. Das Teil hier senkt sich mit ab, ne? Geht weiter nach unten weg und dann legst du, genau, der Vordersitz muss ein klein bisschen nach vorne. Dann fällt er schon runter. So. Und dementsprechend brauchst du auch hier die Sitzfläche nicht rauszunehmen oder so, sondern du kannst es ganz bequem mit einem Handgriff flach zusammenlegen. So, ich zeige jetzt mal kurz von hinten, dass man mal sieht. Also das ist bei einem Auto mit einer Gesamtlänge von knapp über 4 Meter, habe ich schon einen stattlichen Laderaum. Wir haben vorne auch schon mal den Sitz umgelegt, wenn ich was ganz Langes habe, ein Gepäckstück. Genau. Du kannst also den Vordersitz nach vorne klappen, die Sitzlehne, das ist auch bei wenigen Autos möglich.
und dementsprechend kriegst du auch sehr lange Gegenstände ins Auto reingeladen. Ja, was Sie auf keinen Fall machen dürfen, ist das, was jetzt der Peter machen wird. Der wird sich jetzt mal kurz hinten reinsetzen und einmal die Füße vorne drauflegen. Das darfst du aber nicht. Das ist nur, wenn man steht. Nee, das wirst du nicht machen, der ist nagelneu. Aber das würde gehen. Das würde gehen, ja. Ja, das heißt, ich kann also hier sitzen, kann vorne den Sitz umklappen und wenn der Wagen denn steht, ist natürlich klar, niemals tun, wenn er fährt, war auch keine Aufforderung, dann kann man sich schön lümmeln, denn den kann man sogar noch ein Stück zurück machen. Dann kann ich den dritten zurücklegen und habe dann richtig viel Platz. Genau. Er ist nämlich sehr hoch. Ist sehr hoch. Du hast eine ordentliche Innenraumhöhe. Also auch, wie gesagt, ich nehme auch nochmal das Thema Fahrrad. Du kriegst ein Fahrrad halt eben reingestellt. Das wird bei vielen anderen Autos, auch beim großen Kombi, nicht klappen. Ne? Ja, hier vorne sieht man auch nochmal das Panoramadach. Das kann ich auch zumachen. Also falls mir die Sonne dann zu sehr knallt, dann habe ich in der Mitte nochmal eine Ablage. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel Bärchen oder irgendwas reinlegen. Wenn du mal kurz die Hand da mal reinmachst, dass man sieht, da ist wirklich, man sieht das hier, nochmal eine ganz große Ablagefläche. Es kommt aber noch besser in der Mittelkonsole. Hier vorne ist auch noch eine. Warte, ich zeig mal gerade rein, damit das mal sieht. Die Mittelkonsole ist sehr groß und sehr tief. Kannst du mal reinhalten mit der Kamera. Ich muss mal kurz an die Stelle gehen, wo du bist. Denn das muss man einmal zeigen. Die hat solche Jalousienverschlüsse. Sie ist wirklich unvorstellbar tief. Also wenn ich jetzt mal reinfilme, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen und ich kann sie dann komplett zumachen und kann zum Beispiel auch mal, ich sag mal, irgendwelche Snacks und Sachen, an die ich schnell rankommen muss, die kann ich dann einfach oben ablegen. Genau, richtig. Die sind sauber untergebracht und durch diese Jalousien fällt halt eben kein unnötiger Schmutz in diese Ablagen rein. Ihr hattet so ein Auto noch nicht, oder? In der das ist der allererste, der ist jetzt ganz frisch angeliefert worden. Wir haben ihn jetzt aktuell zugelassen und natürlich kann man auch nachher noch eine Probefahrt damit machen. Ich meinte nur in der Form und Größe, gab es noch nicht. Nein, also wir hatten natürlich bei Toyota schon diverse Verso-Modelle, aber in der Machart hatten wir noch nichts Vergleichbares. Vielleicht ganz früher mal der Yaris-Verso, ja, aber das ist auch schon lange Geschichte. Der hatte aber auch keine Schiebetüren, oder hatte der? Der hat keine Schiebetüren gehabt. Also allein die Schiebetüren, die finde ich schon sehr praktisch. Wenn du noch mal kurz die Beifahrertür mal zumachst und dann kann ich nämlich mal filmen, wie gering der Hub ist von der Schiebetür. Wenn du die mal kurz zumachst. So, das ist alles. Das sind vielleicht 20 cm, die rauskommt. Mehr ist es nicht. Tolle Farbe. Ja, ist eine absolut schicke Farbe. Ein grau Metallic und steht dem Auto sehr gut. Ja, um den Preis nochmal zu sagen, er kostet ab rund 21. 20.660 Euro geht's los. Ne? Also je nach Ausstattung, klar, nach oben, je nachdem, was man reinpackt an Ausstattung und Motorisierung und Getriebe etc. Es gibt Grenzen, so viel kann man sagen. Also, aber man kann ihn auch voll machen, wenn man will. Das kann man natürlich auch machen. Das hier ist eigentlich unser Preis-Leistungs-Angebot, die Team Deutschland-Modelle. Als Sondermodelle sind halt eben immer sehr reichhaltig ausgestattet und das zum absolut fairen Preis. So, Parkpiepser sind dabei vorne hinten? Hat die Parksensoren drin, du siehst sie hier vorne. Die sind schon serienmäßig in der Ausstattung mit drin. Ein großes Radio-Entertainment-System dabei. Mit Android Auto, mit Apple CarPlay. Also auch die Konnektivität mit aktuellen Smartphones ist sichergestellt. Ja, dann kommt er hier auf Leichtmetallfelgen. Und wenn du mal so lieb bist, den Kofferraum aufmachst, wir gucken mal rein, ist ein Dreizylinder drin, Benziner. Jetzt habe ich ihn nämlich erwischt, er weiß noch nicht, wie man aufmacht. Oder doch? Ich guck mal gerade. Er kam wirklich erst frisch an. Kein Problem. Das ist kein Problem, immer an derselben Stelle. Immer an derselben Stelle. Hier vorne kann ich mal gucken. Ja, ich sage immer, es hat funktioniert. Da ist noch viel Platz im Kofferraum, oder? Können wir noch ein Ablagefach reinmachen? Das ist immer noch der Motorraum, aber trotzdem ist viel Platz. Und das ist gut für den Mechaniker. Weil wenn viel Platz ist, kann man gut dran arbeiten und das ist immer vorteilhaft, wenn irgendeine Wartung oder sowas zu machen ist. Dreizylinder Turbo, ist das gut? Super gut, der Motor ist absolut laufruhig, merkt man auch nachher bei der Probefahrt, also ich konnte schon mal fahren. Du merkst es beim Fahren eigentlich nicht mehr, dass es ein Dreizylinder ist. Das ist ein richtig angenehmer Motor. Und ich habe gehört, nur beim Kaltstarten, so die erste Minute, wenn er kalt ist, dann ist es ein bisschen rauer. Ein bisschen rauer wie ein Vierzylinder, aber es ist gut gedämmt, also du hörst es auch im Innenraum kaum. Warum denn kein Vierzylinder mehr?
Ja, das hat wohl Gründe im Hinblick auf Schadstoffwerte, dass halt eben diese Dreizylinder-Motoren weniger Schadstoffe emittieren. Und das ist ja heute ein Riesenthema. Die Grenzwerte werden ständig verschärft und mit klassischen Motoren, viel Hubraum, viel Zylinder, ist es halt eben sehr schwierig und kaum noch darstellbar. Peter, jetzt mal Hand aufs Herz. 5 Liter Verbrauch, jetzt ist gerade die Energieelektronik Start-Stopp hat eingesetzt. 5 Liter Verbrauch bei so einem Auto, das wäre vor 5 Jahren noch undenkbar gewesen. Das wäre undenkbar gewesen. Ich meine, das Auto ist vom Platzangebot her groß, auch vom Gewicht her. Und ich denke, mit den Verbrauchswerten kann man absolut leben. Wir steigen mal ein und gleich Teil 2. In welchem Ort sind wir denn hier? Wir sind hier in Saarlouis, direkt an der Wallerfanger Straße Richtung Innenstadt. So, wenn du kurz sagst, wo liegt Saarlouis? Saarlouis liegt im Herzen des Saarlandes, die heimliche Hauptstadt. Sehr schön, für alle, die uns auf der ganzen Welt zugucken. Im Toyota ProAce City Verso. ProAce City Verso. Ja, der Peter hat schon gleich eins der 504 Ablegefächer entdeckt, die hier drin sind. Hier oben drauf ist noch eins. Ja, genau. Also Ablagefächer gibt es jede Menge. Kleine Fächer, wo man Sachen reinlegen kann, die jetzt nicht unbedingt einen Deckel haben, aber man kriegt halt eben Sachen unter. Und davon hat er insgesamt 27 Stück. Türverkleidung, Mittelkonsole, rechts, links, hier oben in den Dachfächern. Da gibt es halt eben überall jede Menge Möglichkeiten. Das da oben ist keins, das ist der Airbag, oder? Pass auf, so wie das aussieht. Nein, das ist tatsächlich ein Airbag. Krass. Ja? Da könnte man glatt einen, ich sag's lieber nicht, verstecken. Ja, das geht natürlich ein bisschen weiter mit dem Ablagefach. Ja? Also wenn Sie mal nach Holland fahren wollen und dann die Zollbeamten zur Verzweiflung bringen wollen, dann können Sie sich ein Toyota Verso X. Früher war das im Saarland ja noch zum Teil gang und gäbe, dass man so bei der Fahrt nach Luxemburg Zigaretten geschmuggelt hat. Brauchst du ja heute nicht mehr, aber die Ablagefächer hierfür wären da. Ja, was auch schön ist, das Raumgefühl hier mit dem Dach, das ist echt riesig. Kann man es zumachen? Mach mal zu. Ich will nur mal sehen, wie... Ist der Hebel. Nur mal zeigen. Und da geht es nämlich wie von Geisterhand mal zu. Es geht aber nicht ganz. Ah, das ist interessant. Das heißt, ich habe es immer noch einigermaßen hell. Weil ich glaube, wenn du nämlich zumachst, dann kann ich besser filmen. Ist das cool. Ja, habe ich immer noch hell. Krieg also keine Angst. Ja, ich denke, wenn man das Dach aufmachen kann, ist es auch für die Kinder, die im Auto mitfahren, ganz interessant, wenn sie halt eben ihre Umwelt da ein bisschen betrachten können. Ja, hier ist so ein Ambientelicht drin. Das kann ich dimmen. Ich habe es noch nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber müssen wir ein bisschen durchspielen, ob das geht. Aber hier habe ich nämlich jede Menge Möglichkeiten. Hier oben ist schon dieses E-Call-System, dieser automatisierte Notruf bei Unfall, der ist auch schon integriert. Boah, ich finde es ziemlich cool. Was beeindruckend ist, der Motor läuft schon, es ist so leise. Motor ist aus. Der Motor ist aus. Mach mal an. Start-Stopp. Ja, hat einen Startknopf in der Ausstattung jetzt. Ne? Das heißt. Es ist wirklich leise. Also jetzt im Moment läuft der Motor. Wir können uns ganz bequem unterhalten. So leise ist mein T6 nicht, muss ich sagen. Ist echt leise. Also ich haben am Anfang, als wir uns über das Auto unterhalten, hast du gesagt, also wenn es nichts ist, das Auto, aber es ist super leise. Start-Stopp. Richtig. Jetzt ist nicht viel Kraftstoff im Auto. Ja, wir haben ihn jetzt gerade zugelassen, erste Fahrt zur Tankstelle und dann können wir mal probieren, wie er so läuft. Ne? Okay, super. Der 2020er Toyota ProAce City Verso. ProAce City Verso. Ich krieg das zumindest in diesem Video nicht mehr auf die Reihe, denn ProAce City Verso. Mit Toyota sind es denn 4 Bezeichnungen, aber es lohnt sich, denn das Verso bedeutet, das ist so ein bisschen die Family-Ausführung, oder? Das ist die Family-Ausführung, genau. Für Familien, für freizeitaktive Menschen, die Hobbys haben, die sperrige Gegenstände durch die Gegend transportieren müssen. Da haben wir halt eben mit dem Auto hier absoluten Treffer gelandet. Ja, hier sieht man es auch mal. Mach mal bitte auf, das müssen wir mal sehen, denn wir haben jetzt das Schiebedach mal geschlossen. Das ist so ein transluzentes Teil. Lässt noch ein bisschen Helligkeit durch und jetzt ist komplett offen und dann habe ich ein riesiges Panoramaschiebedach. Von hinten wirkt es besonders stark und ich habe so ein Ambiente-Licht in der Mitte. Wenn du nochmal so lieb bist und deine Hand nochmal reinhältst, dann kann man sehen, das ist wirklich genau von der Seite. Da ist sie drin und da kann ich dann auch noch was reinlegen von oben. Zum Beispiel irgendwie ein Spielgerät fürs Kind oder sowas. Leichte Sachen.
was weiß ich, was Leichtes oder sowas in der Richtung. Ja, oben sind auch noch Ablagen, das haben wir eben schon gezeigt. Jetzt sieht man es mal ganz gut. Ja, wenn ich jetzt hier sitze, ich zeige es mal gerade, jetzt könnte ich theoretisch, ich mache es natürlich nicht, meinen Fuß da drauf stellen und könnte mich dann sogar noch hinlegen. Ob man es darf, weiß ich nicht, aber ich denke, wenn ich zur Fahrtrichtung angeschnallt bin, vielleicht darf man sogar. Also dafür ist es eigentlich nicht gedacht ursprünglich, aber es ist halt eben möglich, lange Gegenstände im Auto zu transportieren. Also auch die Beine. Die Rückenlehne von dem Sitz, wo du drauf sitzt, die kann man flach zusammenlegen und kann dann halt eben komplett von hinten nach vorne durchladen. Also wenn du im Baumarkt mal irgendwie, was weiß ich, Dachlatten brauchst oder so, die kriegst du halt eben in dem Auto unter. Ja, es sind ein paar pfiffige Sachen, das zeige ich auch nochmal hier hinten, wenn man sitzt. Ich habe die Sonnenrollos direkt integriert in der Tür. Also da brauche ich jetzt keine irgendwie, ich sag mal, Sachen von der Tankstelle draufpappen mit irgendwelchen Saugnäpfen. Und hier vorne, da sieht man es eigentlich auch ganz gut, das ist übrigens der elektrische Fensterheber, wie der integriert ist in der Tür. Und hier ist die Schiebetüröffnung. Also alles da, wo es auch sein muss. Ja, wir starten mal. Da ist ein Benzinmotor, wir haben eben schon drüber gesprochen. 3 Liter Turbo, nee, 3 Zylinder Turbo. Er läuft tatsächlich schon. Und du hast es wahrscheinlich nicht gehört. Das Aggregat ist halt eben super laufruhig, super angenehm. Und der Innenraum ist auch extrem gedämmt. Ja, absolut. Und du hörst also wirklich kaum Motorgeräusche. 3 Zylinder. Turbomotor mit 1200 Kubikzentimetern Hubraum und das Auto hat eine Leistung von 110 PS, 81 kW. So ist ein Schalter. Ja, wir fahren mal los. Multifunktionslenkrad ist dabei, genau. Und Kupplung hat er auch. Multimedia-Display. Android Auto, Apple CarPlay, läuft alles hier drüber. Du hast auch die Rückfahrkamera drin, hier sogar. Mit Lenkwinkelanzeige, das heißt, du kannst hier sehen, wo der Lenkeinschlag ist. Das Bild baut sich sogar auf, wenn ich fahre. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein Stück rückwärts fahre, mach mal bitte, dass wir den mal haben. Und dann kann ich sogar sehen, wo Gegenstände sind. Das baut sich dann mit der Zeit auf, wenn ich rückwärts fahre auf der rechten Seite. Ja, so ist es auch. So, dann sehe ich also genau, ob ich jetzt irgendwo gegenfahre. Das ist ein Computersystem, merkt sich das, was da jeweils war, welcher, und so kann ich ganz sicher dann auch navigieren. Piepser ist mit dabei. Ich glaube, wenn man akustisch und optisch, und jetzt schaltet es um. So, und jetzt bist du hinten fast an diesem Edelstahlpfosten und ja, so ein gewisser Sicherheitsabstand ist noch da. Also er warnt zwar jetzt eindringlich, aber bis dahin kann man auf jeden Fall fahren, ohne dass es irgendwo Beulen im Blech gibt. Ja, das Schöne ist auch, ich sehe sogar die Kupplung, wenn ich später mal eine dran habe, eine Anhängerkupplung, die sehe ich und kann sogar einhaken, also die Kupplung dann verbinden mit dem Anhänger, ohne dass ich eine dritte Person brauche, eine zweite. So, ich komme mal kurz ein bisschen zu dir. Gurt ist angeschnallt. Wie gesagt, es gibt hier auch verschiedene Motorvarianten. Es gibt den als Diesel. Wir haben auch den 1,2 Liter Turbo mit 130 PS und Automatikgetriebe mit 8 Stufen. Da kommt ein Polizeiauto hinter uns. Lassen wir mal durch. Live hier. Krass. Wallerfanger Straße, Saloy. Unglaublich. 6-Gang-Getriebe, wie gesagt. Man merkt also hier auch sehr schön, den Motor muss man nicht unbedingt sehr hoch drehen. Sehr elastisch. Man kann auch aus niedrigen Drehzahlen noch ordentlich beschleunigen. Und ja, wie gesagt, ich denke, du kannst bestätigen, Laufgeräusche sind halt eben sehr dezent. Es ist extrem ruhig. Also wenn man das normal kennt, man erwartet ja bei der Bauform, die so, ich sag mal, Renault Kangoo von der Form und so weiter, ist eher so ein, ich sag mal, ein Auto, was eventuell eher so laute Geräusche hat oder, ich sag mal, die Straße hier ist nicht perfekt, die Wallerfanger Straße, fährst du hier auch? Ja, das ist sehr uneben, also auch vom Federungskomfort, denke ich, das hat keinen Nutzfahrzeugcharakter, das fährt sich wie ein komfortabler PKW. So, er hat einige Assistenten mit drin, da sollte man vielleicht mal kurz drauf eingehen. Hat einen Spurhalteassistenten aktiv? Da ist ein Spurhalteassistent mit drin, genau, er hat einen Frontkollisionswarner mit dabei, ist auch in der Serienausstattung mit drin. Du hast hier die Anzeige der aktuellen Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie gesagt, wir sind jetzt innerorts. Ne? Ist die Kamera oder was ist das? Erlaubt, das läuft über so ein Kamerasystem. Ja. Okay, das ist vorne drin. Jetzt sitze ich ja mal hinten. Das ist der Nachteil natürlich hinten, jetzt kann ich nicht so gut sehen, aber die Leute haben einen viel besseren Blick. Ja, das ist ein unheimlich gutes Raumgefühl. Also hast du auch eine tolle Übersicht, weil die Scheibe ist sehr groß. Also die steht ziemlich senkrecht.
Man fühlt sich hier gar nicht eingeengt. Also ich denke auch für große Fahrer, die, was weiß ich, über 1,80 Meter, 1,90 Meter sind, ist das noch super angenehm vom Raumgefühl her. Also wie bist du mal mit einer Hand, mach mal wirklich nach oben, wenn es geht, technisch. Du kommst kaum hoch, oder? So, das ist wirklich fast ein halber Meter Platz noch. Ja. Da hast du die Sitzhöhenverstellung drin. Also ich denke, da findet jeder, egal wie groß er ist, seine ideale Sitzposition. Ja, interessant ist auch, ich habe vom Einstieg her einen erhöhten Einstieg. Das bedeutet, also ich falle nicht irgendwie tief runter, sondern es ist eher so Van-Charakter, oder? Genau, es ist ein super bequemer Einstieg. Also für alle Rückengeplagten, die Probleme mit dem Kreuz haben und die in herkömmlichen Auto mit niedriger Sitzposition Schmerzen haben beim Ein- und Aussteigen, ist das hier wie eine Erholung. Und was halt eben auch ein Riesenvorteil ist, ich glaube, das hat man im ersten Teil schon gezeigt, durch diese Heckklappe, die das Auto hat, haben wir eine sehr niedrige Ladekante. Das heißt also auch Gegenstände in den Kofferraum rein- oder rausheben, das geht super einfach, ohne dass man sich verrenken muss. Das sind einige Vorteile, die so ein Auto hat. Ja, vom Raumgefühl her ist es schon fast wie ein Transporter so innen. Das Starke dabei ist auch, dass ich über der Straße immer noch bin. Das heißt also, ich kann wirklich hier dem Pkw, der entgegenkommt, gleich aufs Dach drauf gucken. Immer noch. Ist ein SUV. Ich gucke immer noch aufs Dach. Ist schon cool. Wie ist denn so die Straßenlage? Ja, du merkst es, der ist also, wie gesagt, vom Federungskomfort her sehr gut. Die Straßenlage ist richtig angenehm. Er liegt sehr satt, sehr sicher. Und ja, das ist halt eben vom Fahren her unheimlich angenehm. Ich denke, wenn du jetzt vorher nur einen normalen Pkw gefahren hast, findest du hier keinen Nachteil. Das ist im Gegenteil. Man merkt natürlich aufgrund der sehr kurzen Schnauze, die sieht man gar nicht, oder? Von dir aus, die sieht man nicht. Nein, also die Schnauze, das ist ja heute oft bei den Autos so, die Schnauze fällt nach vorne dann relativ ab und man sieht halt eben nicht die äußeren Begrenzungen vom Auto, aber wir haben die ganzen Helferlein drin, du hast es ja eben gesehen. Die Einparksensoren, die wir hinten haben, die gibt es auch für vorne, die sind hier auch mit verbaut. Du hast das Kamerasystem mit drin, also im Großen und Ganzen kommt man damit sehr gut klar. Man muss halt eben auch sagen, dass das Auto, wie er jetzt hier ist, der hat eine Gesamtaußenlänge von 4,40 Meter. Das ist nicht sonderlich lang. Das ist also kein Auto, den du, wo du in der Stadt keine Parklücke mehr findest, sondern ja, der ist überschaubar nach hinten. Dadurch, dass er steil abfällt, ist die Übersicht natürlich auch genial. Also wenn der Vordersitz übrigens umgeklappt ist, hat sogar ein Kind, was hinten sitzt, eine exponierte Aussicht. Also was gibt es auch in keinem anderen Auto. Das heißt, wenn Mami mal wirklich möchte, macht sie den Sitz einfach nach vorne. Dann kann das Kind hinten im Isofix-Kindersitz sitzen und hat so einen Ausblick wie hier. Fast schon eine Chauffeurposition, oder? So ein bisschen? Absolut, absolut. Ja, und wie gesagt, nochmal zu den Sitzen hinten. Das sind drei Einzelsitze und Besonderheit, wie gesagt, gerade für Familien mit Kindern. Wir kriegen auf die drei hinteren Sitze, also die mittleren Sitze jetzt bei dem Auto, kriegen wir drei Kindersitze nebeneinander. Auch das ist in vielen Pkw oder Kombis nicht möglich, weil die Sitze zu breit sind. Und ja, da reicht eben der Platz nicht aus, für die Sitze nebeneinander zu stellen. Stimmt. So, jetzt fahren wir zurzeit ca. 110 km/h auf der Autobahn. Die Geräusche sind absolut angenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns anschreien müssen, ne? Ja, schon. Es ist grundsätzlich sehr leise und auch von der Bauform her könnte man meinen, weil das Auto halt eben sehr hoch, sehr kastig wirkt, dass man hohe Windgeräusche hat, aber das merkst du selbst. Da sind kaum Windgeräusche zu hören, also auf jeden Fall nicht übermäßig im Vergleich. Ja, selbst ohne das Dach, wenn du das Dach nochmal zumachst. Geht da? Genau, jetzt kommt eine Einfahrt. So, kann man zu. Jetzt sieht man auch sehr schön, das dämmt nämlich nochmal die Geräusche zusätzlich. Und krass, ist nochmal ein guter Gleiser. Schon ein bisschen was aus. Ne? Ich denke auch, das ist wahrscheinlich das Textil, was hier oben drauf ist, was denn so eine Art Wärme- bzw. Schallschutzdämmung hat. Das kennt man ja auch von Büros, die so eine Schallschutzwand haben. Es gibt das Auto auch mit Automatik? Ja, wie gesagt, wir haben in Verbindung mit einem 1,2 Liter Turbomotor und 130 PS auch ein Automatikgetriebe im Angebot. Das ist eine 8-Stufen-Automatik.
Also absolut zeitgemäß, auch im Hinblick auf Verbrauchswerte etc. Also ich denke, dass die auch sehr gut sein werden. Wir haben im Moment jetzt zur Probefahrt den Vorführwagen hier mit dem Schaltgetriebe und dem 110 PS Motor zur Verfügung. So, es hat kurz gepiepst, was war das? Das war hier die Spurverlassenswarnung. Das heißt, ich bin jetzt zu früh quasi über diesen Streifen drüber gefahren und da hat er mich ermahnt, die Fahrspur zu halten oder den Blinker zu setzen. Parkbremse ist elektrisch. Richtig, der hat eben keinen Hebel mehr, der noch irgendwo Platz wegnimmt. Dafür haben wir hier die tollen Ablagefächer drin. Und die Parkbremse ist dann nur noch dieser Knopf hier. Und da hast du halt eben eine Kontrolle drin, ob du die Parkbremse aktiviert hast oder eben nicht. Ja, das Fahrzeug wird es in großen Stückzahlen geben, was ganz wichtig ist für Thema Kinderkrankheiten. Das ist jetzt absolute Erstauslieferung. Hast du irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas klappert? Irgendwas? Nee. Nein, also Verarbeitung ist absolut top. Du hörst nichts, er rappelt nicht, er klappert nicht. Alles gut. Cool ist auch die Optik. Man hat nämlich bei den hinteren Fenstern so eine runde Optik, die wird im ganzen Auto fortgeführt. Und unter anderem hat man hier Blenden verbaut, sowohl außen als auch innen, die Optik unterstützen. Wirklich schick gemacht. Das ganze Auto innen hat absolute Automotive-Qualität. Das bedeutet also, wenn hier mal irgendwas drauf kommt, ich sag nur Kinderbrei, das könnte passieren. Da kannst du wirklich, also vielleicht nicht mit einem Dampfstrahler rein, aber man kann hier mit einem Nassreiniger das sauber machen. Das ist Automotive. Sven, egal was du machst, Kinder, Hund, egal, Hobby, es bleibt nicht aus. Ein Auto ist da, um irgendwo auch benutzt zu werden. Und wenn man dann eine Aussicht hat, dass man Schmutz auch gut wegbekommt, wenn es dann halt eben nur mal passiert ist, das ist ja absolut genial, ist ein richtiger Vorteil. Das hier ist übrigens der Großvater hier von dem Auto, der Jahresverso. Ja. Ja, das war so die letzte Variante, die wir von Toyota hatten, wo wir so einen relativ großen Nutzwert hatten. Er war natürlich ein bisschen kleiner wie der hier, weil es vom Platzangebot nicht gerade so üppig. Aber war zu seiner Zeit auch schon ein geniales Auto. Ein tolles Innenraumkonzept. Euer Autohaus gibt es jetzt über 60 Jahre. Das ist, ihr habt seit, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, seit wie vielen Jahren Toyota? 50? Nein, also wir sind Toyota-Händler seit 1980, also jetzt schon 40 Jahre. Also vom Starlet bis zum... Ja, wir haben die ganzen alten Zeiten mitgemacht mit den bekannten Autos, die es damals gab, mit dem Corolla in den unterschiedlichsten Varianten. Und alles, ja, was Toyota so in Deutschland bekannt gemacht hat. Du wurdest nie von der Qualität von Toyota enttäuscht. Das sind die Tugenden eines japanischen Autos, sind auch hier in diesem Auto auffindbar? Ja, absolut. Es ist ein zweckmäßiges Auto mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie gesagt, er ist auch nicht billig und ich denke, das wollen wir auch nicht. Er ist wertig gemacht und ich denke, die Verarbeitung ist auch auf einem sehr guten Level. Was denkst du, Restwert so nach 3 Jahren, wird er gut auslaufen? Ich denke, dass der Restwert gut ausläuft, weil tendenziell, ich meine, bei dieser Gattung an Fahrzeugen, es gibt ja auch Konkurrenzmodelle, Wettbewerbsmodelle, Konkurrenz haben wir ja keine richtige, aber Wettbewerber haben wir auf jeden Fall. Und da kann man halt eben schon einschätzen, dass die Wiederverkaufswerte von so einem Auto sehr stabil sind. Ja, cool auch. Ich kann sogar die Lüftung hinten nochmal getrennt einstellen. Ein kleines Extra wollte ich Ihnen noch zeigen, wenn du mal kurz hier hoch machst. Das ist übrigens dann die Möglichkeit, dass ich zeige es mal gerade hier auf der Seite, hier habe ich eine Ablage, die wirklich so stabil ist, wenn du die mal runter machst, man braucht richtig Kraft. Ja, du musst schon richtig drücken, um die runter zu drücken. Also für Kinder, die jetzt hinten drauf mal was malen wollen oder irgendwas abstellen wollen, die haben auch so einen Becherhalter, wo man so einen kleinen Becher mal drin fixieren kann, dass der nicht rumfällt. Das ist schon sehr praktisch. So, machen wir noch ein bisschen Werbung für dich. Toyota-Händler und Kia-Händler seid ihr. Habt 2 Marken hier in St. Louis. Seid ganz lange schon Toyota-Händler und habt sehr gute Erfahrungen mit der Marke. Seid einer der größten Toyota-Händler hier im Südwesten. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und ja, habt die Autos hier. Warum machen wir die Videos? Ja, die Videos machen wir, um die Autos bekannt zu machen. Auch um Kunden zu erreichen, die vielleicht jetzt noch mit der Marke Toyota keinen Kontakt hatten und halt eben auch um
unser Autohaus ein bisschen bekannter zu machen. Ja. Was spricht denn für Toyota aus deiner Sicht? Du machst das ja schon sehr lange für Toyota. Also Toyota ist immer noch eines der innovativsten Unternehmen, sind mit Sicherheit Vorreiter im Bereich der Hybridtechnologie. Da haben wir uns unschlagbaren Namen gemacht. Weltweit sogar. Ja. Weltweit, und die Autos sind absolut bewährt. Ich glaube, Toyota ist seit 25 Jahren oder schon seit über 25 Jahren in der Produktion von Hybridfahrzeugen tätig. Wir haben einen sehr großen Erfahrungsschatz. Und ja, die Qualität stimmt halt eben. Das ist in unzähligen Tests und Auswertungen bewiesen, sei es jetzt Pannenstatistik oder TÜV-Mengenstatistik. Das war ja mal in den 80ern, 90ern, war das ja fast ein Running Gag. Ihr wart immer, glaube ich, bei der ADAC-Pannenstatistik, wie plausibel sie denn mal sein mag, eben in der Retroperspektive hin oder her. Ihr wart immer Platz 1. Es gab wohl Zeiten, da war es noch plausibler wie jetzt. Ich glaube, jetzt mittlerweile sind viele Hersteller unterwegs und betreiben eigene Pannenhilfsdienste. Zur damaligen Zeit war es wirklich noch so, dass der ADAC, ich sag mal, der Hauptdienstleister war in dem Bereich, und da hat Toyota halt eben sehr gut abgeschnitten. Okay, das heißt, wenn jemand eine ADAC-Karte hatte und hatte einen Toyota, dann waren die Kosten beim ADAC eher gering, es sei denn, hatte man einen Reifenplatzer. Ja, also ich sag mal, es gibt viele TÜV-Mitarbeiter und ADAC-Mitarbeiter, ich glaube, die sind Toyota-Fans. Super. Ja, Autos klein, Insa Lui, und wenn Sie Lust haben, rufen Sie an. Der Peter Demmerle ist auch kein Schauspieler, sondern tatsächlich hier mit in der Geschäftsführung und kennt wirklich die Marke ganz toll. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie nach Salui. Ihr habt mittlerweile immer mehr Kunden aus ganz Deutschland, richtig? Ja, das ist durch die Videos halt eben auch schon so, dass viele Anfragen außerhalb vom Saarland hier reinkommen, wo die Leute sich angesprochen fühlen und halt eben hier mal nachfragen. Ihr verkauft Leuten außerhalb vom Saarland auch Autos? Ja, selbstverständlich. Machen wir gerne.